Ja, wir befinden uns hier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Funk, Niendorf 1, hier im Landkreis Uelzen. Wir sind heute dabei, die Leguminosen zu sehen, mit unserer Boss No-Till-Drillmaschine. Das ist eine 6-Meter-Maschine hier. Die hat einen Reihenabstand von 18,75. Zwei Tanks obendrauf mit 2000 Liter, sind zwei getrennte Tanks. Also wir könnten hier theoretisch auch zwei Produkte in einer Überfahrt ausbringen. Das ist eine Maschine, die in einem völlig unbearbeiteten Boden sehen kann. Also No-Till heißt ja keine Bodenbearbeitung. Und mit dieser Maschine machen wir einfach nur einen Schlitz in den Boden, legen das Saatgut ab, drücken es wieder an. Und man sagt immer, wenn man hinterher nicht sieht, dass die Maschine gefahren ist, dann ist es eigentlich genau richtig, dann hat die No-Till-Drillmaschine ihren Zweck erfüllt. Wir drillen heute Erbsen, das haben wir gerade fertig. Wir sind jetzt gerade dabei, die Maschine zu beladen, um die weiße Lupine zu sehen. Muss hinauf. Gut. Das sind jetzt die Frühjahrskulturen, die wir jetzt noch ausbringen in diesem Jahr. Ja, das sind die Rhizobien fertig angemischt in der Rückenspritze. Das werden wir jetzt quasi in den Fluss, bevor es in die Schnecke fällt, werden wir das mit reindosieren und somit dann die Leguminosen dann damit impfen. So. Ha? Die Leguminosen sammeln ja selbstständig Stickstoff, die können sich ja selber mit Stickstoff versorgen. Deswegen bilden sie sogenannte Knöllchenbakterien. Das sind so kleine Knollen, die nachher an den Wurzeln sitzen. Und um das zu optimieren, impfen wir quasi diese Rhizobien an. Das fördert zusätzlich diese Knöllchenbakterienbildung. Und dadurch kann eine Leguminose, kommt die eben völlig ohne mineralische Stickstoffdüngung aus. Die versorgt sich im Grunde komplett mit Stickstoff und hinterlässt auch der Nachfrucht eine Menge Stickstoff dann, den wir nicht streuen müssen und den wir eben auch nicht kaufen müssen. Ja, hallo, mein Name ist Eike Dammann. Ich bin verantwortlich für das Marketing hier bei LWF Accotec. Wir sind die deutsche Agrisem-Werksvertretung, exklusiv mit dem Vorrecht für die Themen Strip-Till und No-Till. No-Till jetzt in diesem Fall, wie hier im Hintergrund, mit der Agrisem Boss auf unserem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb Hof Funk. Und wir sind jetzt hier gerade am Lupinendrillen. Hier im Hintergrund sehen Sie jetzt gerade die 6-Meter-Variante mit einem Reihenabstand von 18,75, zwei Tankmaschine, so die klassische 6-Meter-Maschine für den Marktfruchtbetrieb. Ja, hallo, mein Name ist Janis Wolf. Ich bin angestellt bei der Firma LWF Accotec und kümmere mich da um den Bereich Landwirtschaft sowie auch den Vertrieb von den Agrisem-Maschinen. Ich bin hier unterwegs mit unserem Gespann, bestehend aus einem 724 Fendt One und der Agrisem Boss 6 Meter No-Till-Drillmaschine. Die Leguminosen stehen nach einer abfrierenden Zwischenfrucht. Also da wurde im Sommer mit dieser Maschine auch in No-Till direkt in den Stoppel wurde eine Zwischenfrucht gedrillt, eine vielseitige Mischung. Und in diese, die ist dann schön abgefroren, die haben wir mit der Messerwalze noch mal ein bisschen an den Boden gelegt. Und in diesen schönen, garen Boden, wo die Regenwürmer und das Bodenleben
uns jetzt die Gare erzeugt haben, da machen wir jetzt wieder in Note, bestellen wir die Leguminosen, um die dann möglichst wasserschonend eben anbauen zu können. Im No-Till haben wir halt den Vorteil, wir können mehr Wasser speichern, wir schonen den Boden sehr stark, wo wir auch dann gegen Trockenheit und sowas hoffentlich gut gewappnet sind. Zum eigentlichen Char der Maschine. Wir haben hier das sogenannte Undercut-Char. Das ist ein Einscheiben-Char. Und die Besonderheit hier ist, dass es doppelt angewinkelt ist. Das heißt, wir haben einmal vertikal das Ganze angewinkelt und dann nochmal in Fahrtrichtung zusätzlich angewinkelt. Diese doppelte Anstellung sorgt für einen natürlichen Unterzug, der die Scheibe in den Boden zieht. Und das ermöglicht es uns, dass wir nicht den klassischen hohen Schardruck brauchen, wie es bei einer vertikalen Scheibe der Fall wäre, sondern dass wir eben mit der Physik arbeiten, anstatt gegen die Physik. All das ermöglicht uns, dass die Maschine viel leichtzügiger ist und natürlich damit auch viel wirtschaftlicher zu bewegen ist. Ja, kommen wir zur Ablagequalität der Agrisel Miniboss. Wir haben jetzt hier schon mal einen Seeschlitz geöffnet, um zu schauen, wie die Ablage aussieht. Und anhand der Verteilung der Lupinen kann man sehr, sehr schön sehen, dass die Ablage sauber ist und auf die 4 cm, die wir haben wollen. So, hier haben wir jetzt einen geöffneten Seeschlitz, einfach einen Schlitz auf dem Acker gewählt, um auch die wahre Ablagequalität zu zeigen. Wenn man jetzt hier schaut, dann sieht man, dass wir ja ungefähr bei den 4-4,5 cm der Ablagetiefe, die wir bei den Lupinen auch haben wollen, sind. Und wie man es hier auch schön sieht, sind die Körner schön in der Reihe verteilt, so wie wir uns das vorstellen. Entscheidend hierbei zu erwähnen ist, dass es sich nicht einfach nur um eine andere Drillmaschine handelt, sondern es handelt sich um ein ganz anderes Ackerbaukonzept. Das Konzept lautet Conservation Agriculture, ist fest definiert von der FAO und das ist auch das, was wir hier auf Hoffunk umsetzen. Und das ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass das Ganze dann auch nachher funktioniert. No-Till-Drilltechnik mit einem vollwertigen Parallelogramm, hier geführt und gehalten mit einem Hydraulikzylinder. Danach folgend hier das Einscheibenschar. Entscheidend hier hinten ist die Tiefenführung und auch die Andruckrolle. Die Rolle hier vorne übernimmt lediglich das Halten des Erdstromes, der hochgeklappt wird vom Undercut-Char. Die Rolle kann nach oben weg. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir am Ende sowohl die Saatfurche nicht verpressen, als auch, dass das Char nicht zu nervös wird. Denn wenn vorne mal ein Stein kommt oder eben Strohreste, eine große Menge Organik, dann kann es passieren, wäre das Char hier geführt, dass es viel zu schnell aushebt. Die Tiefenführung, die Einstellung wird über die hintere Skala gemacht, die man eben hier werkzeuglos verstellen kann und auf seine individuellen Bedingungen anpassen kann. Und das Besondere an der Maschine ist eben, dass wir viele Einstellmöglichkeiten haben. Wir haben einmal die Einstellung der Tiefe, wir haben einmal die Einstellung von der Seitenrolle, die die Bodenführung macht, und wir haben hier hinten quasi nochmal eine Welle, die den Winkel, den Anstellwinkel der Andruckrolle bestimmt, einfach falls wir mal sehr, sehr feuchte No-Till-Bedingungen haben, dass wir die Rolle hinten etwas rausdrehen können, um den Saatschlitz nicht zu verpressen.